Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Daily Shop News und andere News und so weiter. Mit mir, dem Herrn, gleich. Ja, Leute, 7.2er Update ist da. Und dann lasst uns mal ganz kurz da reinschauen, was da so aktuell am Start ist. Dieser neue Revolver kam jetzt rein. Ja, habt ihr mal keine Sniper, könnt ihr das Ding hier benutzen. Also, da haben wir das Glider Redeploy Item. Das ist jetzt auch reingekommen. Und Herr Sofort meinte, das ist gar nicht mal so schlecht, das Ding. Also, gut. Was soll man dazu sagen? So, habe ich ja schon in einem anderen Video erklärt. So, dann haben wir hier den One-Shot, also als Limited Time Mode. Kennt man ja inzwischen. Haben wir ja auch schon dieses eine. Haben wir das Video eigentlich hochgeladen von dem One-Shot? Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein. So, dann haben wir hier Weapons, Items, was da neu ist. Hier ist Scope Revolver, 42 bis 44 Schaden pro Schuss. Gibt es in Epic und in der legendären Variante. Dann haben wir diese Gleiter. Dann ist genau, bei der Minigun gab es Anpassungen. Und zwar so ähnlich wie beim Turret, dass es eine Überhitzungsmechanik gibt und ungefähr nach 6 Sekunden Dauerfeuer tritt die dann ein, aber das reicht auch. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, gut, so lange ist es nicht mehr. Könnte reichen unter Umständen, aber naja. Ist schade, weil eigentlich das hat die Minigun ausgemacht. Ne? So, dafür wurde aber. Ja, die Funktionsfähigkeit bereits also um 37% reduziert. Also die Geschwindigkeit. Nein, anders. Die Pause, bis man schießen konnte, bis das Ding überhaupt erstmal funktionsfähig war, das wurde reduziert um 37%. Das ist gut, ja, weil das hat teilweise echt relativ lange gedauert. So. Da ist ein bisschen was geändert worden, was die seltene einzelne Items anbelangt. Dann haben wir hier Trap Drop. Ach so, genau, ja, also die Möglichkeit Traps zu finden ist erhöht worden. Auch Campfires. Oh, sogar beim Loot von den Lamas. Das wurde sogar mehr als verdoppelt. Dann haben wir hier beim Launchpad, das wurde erhöht. Und Turret wurde erhöht. So. Dann gibt es etwas, da hat sich daher sofort. Ja, schon wieder etwas mehr geärgert und wahrscheinlich wird es auch viele unter euch extrem geärgert haben. Mich jetzt nicht ganz so, weil ich bin jetzt nicht. Ihr wisst ja, ich bin immer der Bandage-Träger und der Herr Sofort ist immer der Mini-Träger. Ja, und der Herr Sofort hat ja immer 10 Minis mit dabei. Ja, und ja, und das wurde jetzt von 10 auf 6 runtergestuft. So, dann gab es ein paar Bugfixes. Ja. Ja, das ist zum Beispiel ein Ding, also dass du da, wenn du da in den Feldern gewesen bist, ja, sorry, aber dann schießt du gegen die King's Corn. Also schon ziemlich doof. Das sind so verschiedene Sachen hier. Bugfixes. Ah ja, genau, auch entscheidend bei dem Flieger. Also jetzt wird der Schaden auf jeden Fall auf den Piloten und die Passagiere nicht verteilt, aber es bekommen alle Schaden ab. Ebenfalls auch bei den Fahrzeugen. Und zwar, dass der Schaden jetzt nicht mehr nur noch auf die Leben geht, sondern auch aufs Schild. Also sprich, man fängt beim Schild an. Und dann geht er runter auf die Leben und nicht wie vorher, dass es erstmal bei den Leben anfängt. So, bei den Stormwings war es ja so gewesen, der Pilot, der musste länger E drücken, um abspringen zu können. Das ist jetzt für alle so.
Ja, und das sind dann so verschiedene Dinger hier. Ah, die haben schon dieses Turniersystem, haben sie schon geändert. So. Ach. Das ist natürlich jetzt auch was, ne, bei den Turnieren, dass die Spieler automatisch dann entfernt werden aus dem Match. Und zwar 60 Sekunden, nachdem sie eliminiert wurden. Also danach dürfen sie nicht mehr zuschauen. Okay, finde ich jetzt nicht so wirklich prickelnd, weil ich habe da ja gerne mit dem Herrn sofort immer zugeguckt. Aber naja, gut, was willst du machen? So, dann haben wir hier die neuen Cosmetics, die wieder mal geliebt. Boah. Alter Vater. The fuck? Holy. Ding ist krass. Ja, der ist ja heute drin hier. So. Alter. Crazy, crazy. Boah. Crazy, crazy, crazy. Leck mich am Buckel. Was sind das denn für geile Items diesmal? Boah. What? Ich hab da noch gar nicht. Alter, was ist das? The fuck? Jesus Christ. Was sind das für geile Teile? Also, das ist ja diesmal richtig krank. Holy shit. What? Don't ask me making it look easy. Stay in the flow. Round and around and around. Ja, mega, 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 mega Sachen. So, dann haben wir hier irgendwie einen Schneemann. Der Sneaky Snowman. Also, dass du dich hier tatsächlich als Schneemann verkleiden kannst, ne? Also, anstelle von einem Busch bist du dann der Schneemann hier. Das soll wohl auch kommen. Und dann haben wir ein Eissturm-Event, was hier auch wieder gefunden wurde. Gucken wir da rein. Mit Marshmallow und Epic Games. Und da haben wir. Ja, da ist ja der Herr sofort auch schon dran vorbeigeflogen. Das habe ich auch gesehen. Diese Eissphäre. Keine Ahnung, was damit los ist. So. Unwetterwarnung, Unwetterwarnung. No Signal. So, dann gibt es ein paar Sounds dazu. Ja, dann haben wir hier als nächstes dieses Event da mit Marshmallow und da ist der Ninja. Also irgendwie ist es wie so eine Art Ingame-Konzert mit Marshmallow, keine Ahnung. Und schaut's euch halt mal an, das Video dazu. Und
Sorry, aber es wird und wird nicht mehr besser. Naja, schauen wir halt einfach mal, wie es mit dem Spiel so weitergeht. Jetzt gehen wir mal rein in den aktuellen Shop und gucken mal, was da aktuell am Start ist. So, hier der sofort hat er jetzt auch diesen Eiskönig da. Ja, hier haben wir ein neues Set, das ist der Verge. Finde den jetzt. Das sieht mit dem schwarzen Ritterschild, das ist ja schon cool. Ne? Sieht schon hinten nicht so schlecht aus. Die Jacke zumindest, aber vorne. Ja, so besonders prickelnd ist das Ding jetzt nicht. Aber ich gebe dem Ding halt mal 5 von 10 und das sollte dann auch das höchste der Gefühle sein. Der Verge. Das ist der da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 2,5 von 5 bei 2 Votes nur. Das ist nicht viel. So, haben wir hier den Clean Cut. Oh, die Axt. Sieht nicht schlecht aus. Kriegt von mir 7 von 10. Wie hört die sich denn an? Okay, 7 von 10 für den Clean Cut. Und da haben wir auch 2 Votes. 4 von 5 bei 2 Votes. So, was haben wir noch? Oh, in die Verge. Also wie der sich aufbaut, sieht nicht schlecht aus. Aber ansonsten, naja, ist halt ein bisschen Military Style hier. Ne? Ahnung. 7, 6 von 10 für den Diverge. Was haben wir da? 3,5 von 5 bei 2 Votes. Okay. So, dann sind wir auch mit diesem Pack auch schon so weit durch. Dann gehen wir hier rüber zu dem Abstrakt. Ich finde auch den nicht so wirklich prickelnd. Kriegt von mir 6, 5 von 10. 5 von 10 kriegt der Abstrakt. Und was haben wir da? 3,32 von 5 bei 31 Votes. Der Renegade Roller, den finde ich ganz witzig. Finde ich wirklich ganz witzig. Wenn ich das Ding sehe, muss ich mal an Splatoon denken. Ohne Scheiß. Hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf, Splatoon zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Für mich eins der geilsten Shooter, wenn du so willst, Action-Spiele, die jemals gemacht wurden. So, Renegade Roller, auf jeden Fall cool, kriegt von mir 8 von 10 und hier 2,75 von 5 bei 8 Wuchs. So, dann sind wir beim Toxic Trooper. Gott, der sieht so scheiße aus, der kriegt von mir 2 von 10. Ich finde den Toxic Trooper richtig schlecht. Richtig schlecht. 3,48 von 5 bei 21 Votes. Dann haben wir den Half Shell. 0 von 10. Also, immer wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann kommt sowas hier. Dann hast du den da, 2,71 von 5 bei 7 Votes. Dann hast du den Pathfinder. Und die sieht ein bisschen scheiße aus. Sorry, aber die sieht wirklich scheiße aus. 2 von 10 da für den Pathfinder. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, was so 4,5 oder so. Wo sind wir denn? Wo haben wir denn den Pathfinder? Was ist denn der Pathfinder? Stehen hier gar nicht. Da ist der Pathfinder. 3,6 von 5 bei 20 Votes. Okay. Die Empire X. Immer wenn ich die sehe, muss ich an Rolls-Royce denken. Vorne an die Emily. Die Empire X. Kriegt von mir 7 von 10. So, 7 von 10 für die Empire. Oh Gott. 7 von 10, das ist 2,2 von 5 bei 5 Volts. Scheiße. So, jetzt kommt was, das finde ich cool. Schauen wir mit dem Eiskönig.
Ja, und das Teil kriegt von mir 9 von 10. Ich finde es wirklich geil. Das finde ich, sieht echt cool aus. Und was haben wir hier? 3,75 von 5 bei 4 hoch. So, haben wir die Finger ganz. Ein bisschen drehen. Und die Fingergans kriegen von mir 7 von 10. So, da haben wir auch nochmal 4,14 von 5 bei 7 Votes. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal an, wenn es wieder heißt Fortnite. Daily Shop News mit mir, dann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.